Was, du gehst das Humorfestival nach Arosa, Graubünden, mit dem Dialekt? Willst du nicht etwas ohne Wort machen? Und ich habe gefunden, nein, hey, das ist überhaupt nicht nötig, weil die schauen gehen, sind eh alle aus Zürich. Oh, ja. Das Beste am Arosa Humorfestival sind sicherlich die 11 Tage, wo das der Arbeitsplatz ist von einer ganz grossen Truppe, wo man mit Künstlern im engen Kontakt ist. Einfach ein spezielles Ambiente und Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach 11 Tagen da bildet sich richtig eine Familie rundherum. Alle sind sehr unkompliziert, sind doch auch lange Tage, aber immer viel Humor dabei. Wir befinden uns auf 2000 Meter, mitten im Skigebiet. Das ist natürlich, muss man ein bisschen flexibel sein, auch mit Künstlerwünschen und alles drum und dran. Wenn man da eigentlich einen Sonderwunsch hat, müsste man das im Vorfeld wissen. Und dann gibt es auch das eine oder andere, wo man muss organisieren muss. Mal mit einem Schneetöff runtergehen oder wieder raufkommen. Ja, wenn man den Anlass anschaut, da kommen Leute von weit her, vom Ausland. Wenn man da so ein Festival, so ein einzigartiges Event vor der Haustüre hat, also, da ist man wirklich selber schuld, wenn man nicht einmal in diesen 11 Tagen auf Arosa, ans Arosa Humor Festival kommt.